um Hockey. Jetzt wird es sportlich mit Ihren Stadtwerken Düsseldorf und Rheinsport. In der Hallenhockey-Bundesliga hatte Schwarz-Weiß-Neuss am Freitag ganz deutlich beim Reiter SV gewonnen. 11:6 hieß es da am Ende aus Sicht der Neusser. Am Sonntag musste man dann gegen Uhlenhorst Mülheim antreten und das ist der Rekordmeister, zumindest auf dem Feld. Uli Bergmann und Pascal Heithorn berichten vom Spiel. Nach dem Sieg bei Aufsteiger Reiter SV stehen die Neusser gegen Uhlenhorst Mülheim vor der ersten echten Bewährungsprobe. Und es geht gut los. Philipp Weide erobert den Ball und macht in der zweiten Minute das 1:0. Kurz darauf heißt es sogar 2:0 für die Neusser. Doch die Mülheimer schlagen innerhalb von 60 Sekunden mit zwei Ecken zurück. Tim Neusmann mit dem 2:2. In der 13. Minute folgt der zweite Doppelschlag des Tages. Erst trifft Patrick Lunau Mirke per 7 Meter und dann ist für Neuss Sebastian Dragun erfolgreich. Der Nationalspieler hat bereits am Tag zuvor 6-mal getroffen. Die Uhlenhorster mit der Auszeit und die hat ihren Zweck erfüllt. Denn das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Hallenhockey-Bundesliga verkürzt nicht nur in der 16. Minute durch Jan-Philipp Rabente, sondern der Neusser Trainer Andreas Bauch muss in der Folgezeit mit ansehen, wie die Gäste insgesamt 5 Tore in Folge schießen. So macht Ole Keusken jetzt schon das 4:7. Es ist übrigens der erste Mülheimer Treffer, der nicht im Anschluss an eine Ecke fällt. Kurz vor der Pause steht es 5:8 und es ist Sebastian Dragun, der sein Team mit einem etwas besseren Gefühl die Seiten wechseln lässt. Der 117-fache Nationalspieler profitiert in diesem Fall von einem Patzer seines Gegenspielers. Und so wie die erste Halbzeit aufgehört hat, beginnt auch die zweite. Nämlich mit einem Tor durch Sebastian Dragun. Insgesamt schießt er am Sonntag 5 Tore. Damit hat er nach 2 Spieltagen bereits insgesamt 11 auf seinem Konto. In der 40. Minute kassiert Philipp Weide eine Strafzeit wegen Meckerns. Und das nutzen die Gäste, um auf 8:11 davonzuziehen. Applaus 450 Zuschauer sehen danach, wie die Abwehrreihen immer mehr dominieren. Und so reicht es für die Hausherren nur noch zum 9:11. Philipp Weide macht das letzte Tor des Tages. Mülheim gewinnt hier verdient am Ende 11:9, weil sie einfach disziplinierter gespielt haben und sag ich mal eine ganz hohe Eckenquote hatten. In der ersten Halbzeit haben sie 100% Eckenausbeute von 6 Ecken, 6 Tore. Und wir haben es nicht verstanden, unsere Chancen da in Tore umzumünzen. Ich sag mal, der Knackpunkt war die erste Halbzeit, wo wir uns durch auch 2-3 kritische Entscheidungen haben aus dem Spiel nehmen lassen und es nicht verstanden haben, damit cleverer umzugehen. So reichen auch 5 Tore eines einmal mehr überragenden Sebastian Dragun nicht für den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Und auch für Schwarz-Weiß-Neuss geht es schon am Samstag weiter, und zwar um 16.30 Uhr zu Hause gegen den Krefelder HTC. Das war's vom Sport. Das war Rheinsport mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Düsseldorf, dem offiziellen Sponsor des Düsseldorfer Sports.